Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein neues Video auf unserem Kanal, was es so noch nicht gegeben hat, weil wir machen heute die Pictionary Book Challenge. Ja, was sich dahinter verbirgt, seid gespannt. Ja, der liebe Norman hat an uns gedacht, als er das nämlich gesehen hat im englischen, amerikanischen Booktour, ist das, glaube ich, mehr unterwegs. Ich habe es auf jeden Fall noch nie auf Deutsch gesehen. Und zwar geht es darum, dass wir Büchertitel malen und der andere muss drauf kommen, um welches Buch geht es denn da eigentlich? Ja, genau. Und Norman von Notizhefter hat gedacht, das ist eine Sache für uns beide. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der da drauf kommt. Ich weiß auch nicht. Wir sind doch immer so seriös und ernst unterwegs. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ja, und wir haben gedacht, wir machen das einfach mal. Wir versuchen das, so gut es geht, einzufangen, weil Anja hat ja so eine tolle Kamera noch dabei, die uns dabei helfen wird. Jetzt bist du aus dem Bild gegangen. Entschuldigung. Ich muss jetzt sagen, es ist ein aktives Video. Genau, ich habe hier noch so eine Kamera und damit filme ich dann, was wir auf diese tolle Tafel malen und versuche das irgendwie in dieses Video einzublenden. Ja. Es wird eine Herausforderung für mich, ihr Lieben. Ja, oder ihr seht halt das Gemalte. Oder ich mache das so. Wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich das nicht. Die Anja schafft das schon. Ich weiß, die Anja schafft das. Ja, du schaffst das. Ich schaff das. Okay. Du schaffst das. Ich schaff das. Ich habe auch die Rache damals geschafft zu schneiden. Ja, das stimmt, das hast du auch gemacht. Das wirst du auch schaffen. Ja, ich bin mir sicher. Ja, ja, und wie gesagt, das ist jetzt mal ein Versuch. Also jeder so 5 Titel ungefähr zu malen. Ja. Wir sind ja beide jetzt auch nicht so die Künstler. Nicht wirklich. Und die andere muss halt dann den Titel erraten. No? Ja. Ja. Ich würde sagen, wir bewaffnen uns jetzt mal mit Tafel, Stift und Kamera und dann geht es los. Gut, ihr Lieben. Es geht los. Meike hat sich einen Buchtitel überlegt. Ja. Okay, ich bin gespannt. Auf geht's. Ich auch. Ein Haus? Ja, Anja, du sollst doch nicht raten, was ich da male. Du sollst den Buchtitel erraten. Du kannst doch jetzt nicht die ganze Zeit ein Maus, ein Hase, ein Schwein. Das geht nicht. Okay. Burg, eine Wolke. Wolkenschloss! Richtig! Wolkenschloss! Sehr gut! Aber du, eine Maus, ein Elefant, ein Dreieck! Aber sehr gut! Jetzt kommt mein Titel. Spiegelt etwas. Spiegelt? Okay. Hä? Was soll das denn sein? Oh Gott, ich kann nicht malen. Ich bin da mal weg. Nimm mal deine Armkraft zurück hier. Entschuldige. Hey, was sind das denn für Münzen oder sowas? Die hat wieder die letzten Titel ausgesucht, ich schwör's euch. Nur um mich hier zu foppen. Was? Come on! Anja, ich hab dir so ein einfaches erstes gemacht. Ja, guck mal! Hä? Erster? Der Weg? Der Pfad? Was? Anja, geht nicht. Goldene Zeiten im Gebirge. Ja! Du bist auch, ey. Hä? Ist doch wohl eindeutig. Ich find's mega. Soll das Gold sein? Ja, es soll Gold sein. Aber du bist drauf gekommen. Alles klar. Ich werde dich nicht. So steht 1-1. Wollte ich nur sagen. Ich habe nur einfache Sachen für sie. Ehrlich. Das ist das Allerschlimmste, dass ich mir jetzt wieder nur einfache Sachen und sie macht jetzt wieder so ein Bohai. Ach, das habe ich auch. Drachenläufer. Ja. Habe ich auch. Ja. Pech gehabt. Verdammt. Ich muss ein anderes aussuchen. Drachenläufer. Keine Musini. Musst du dir wohl ein anderes aussuchen. Hätte ich genauso gemalt. Ja. Genauso. So. Verdammt. So, jetzt wird's wieder kompliziert, ja. Ja, toll. Ich hoffe, du hast genug dir einfallen lassen. Ja, ich los jetzt. Bist du weit? Moment. Ja, warte, ich muss meine Haare... Ist auch wirklich... Du mit deiner Haarpracht dann noch, das ist wirklich alles schwierig. Okay. Irgendwas mit Träumen. Die Zeitträume. 7. Mhm. Du immer mit deinem Come on. Jetzt hör mal auf. Redest du immer so? Come on. Ach, kleine Wunder um Mitternacht. Nein, wie hieß das denn noch? Warte, steht da 7 Minuten nach Mitternacht. Richtig. Es gibt auch irgendwas mit kleine Wunder um Mitternacht. Ja, es gibt auch kleine Wunder um Mitternacht. Das haben wir aber beide nicht gesehen. Nein, aber das kam auch nicht drauf. Sehr gut. Knaller, sagt sie mir gerade. Sie hat auch goldene Zeilen im Gebiet. Ja, aber ich habe ja viele. Ich habe einige. Das würde ich jetzt, das hätte ich jetzt... Ja. Ja, aber ja, das heißt, ich habe einige. Ach, ich auch. Ja, aber ich habe einige Titel. Ja, ist doch gut. Kommt auch wieder ein einfacher, dass sie sofort erraten wird. Ich bin gespannt. Kannst loslegen. Dach? Welches Buch heißt Dach? Nein, ich muss für mich überlegen, ob das ist, ein Dach. Der Sprung. Oh, jetzt. Okay. Okay. Der Sprung ist es nicht? Nein! Okay. Schulhof, Hüpfekästchen? Okay. Der Fluss, der uns scheidet. Nein. Was ist das? Ist kein Fluss. Kaputte Brücke. Nein. Anja, es sind Buchtitel. Ich weiß, aber ich muss erst mal wissen, was du malst, damit ich auf Buchtitel. Es sind Buchtitel. Ja, ist schon klar. Die Brücken am Fluss. Mhm. Mhm. Ist ein Buchtitel. Mhm. Mhm. Haben wir das gelesen, die Brücken am Fluss? Nee, habe ich geguckt. Schlepp. Das sind Wellen auf jeden Fall. Strand, das Haus am Rande der Klippen. Nein. Oh, das wäre jetzt auch gut gewesen. Oder weint jemand? Guck, der weint. Der weint. Eine Frau weint am Strand. Eine Frau weint am Strand. Eine Frau weint am Strand. Hä? Hm. Das ist auch am Strand. Oh mein Gott! Boah, ich stehe voll am Schlauch. Ihr wisst es wahrscheinlich schon und lacht mich jetzt alle aus. Ah, ist ein Hund. Okay. Ein Hund. Die Farm der Tiere. Eine Kuh. Ich habe das gelesen. Okay. Aber es ist ein Strand. Sag mal, ob es ein Strand ist. Wiese, Acker. Ah, Zwischenwelten? Ich meine, ist es jetzt, du musst einmal sagen, ist es ein Strand oder nicht? Es ist kein Strand. Ein Weg. Erde. Ja, bitte, Hecke. Oh mein Gott! Ab durch die Hecke! Ab durch die Hecke ist ein Film. Wiese. Aber die Kuh. Die Kuh und der Hund. Ich weiß es! Die Wand! Ja! Die Wand! Marlene Ausrufer, natürlich! Warum nicht blöd? Ja, ist korrekt. No. Ich dachte, der Rätsel sofort. Ja, mich haben die Dachziegel. Ach, die Dachziegel! Das sollte wie so eine Mauer sein. Nichts Dachziegel. Sehr gut. Okay. Macht mich wahnsinnig, wahnsinnig. Also, so, 3, 2. Genau, wir haben jetzt, also ich mache jetzt den dritten Begriff. Ich muss mal kurz zählen. Ich muss jetzt gerade überlegen, was ich nehme. Anja, da hättest du dir mehr einfallen lassen müssen. Ich weiß es jetzt wieder. Okay. Mhm. Mhm. Ja, Fußspuren. Mhm. Und ein, ja. Hä? Erwachsen und Kind. Mhm. Ja, aber hä? Was sind das für ein Buchtitel? Spuren im Sand. Groß und klein. Mhm. Hm? Ja, 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 ja. Große, kleine Schritte. Ja! Okay. Sehr gut. 3-3. 3-3. Und ich habe es schneller erraten. Wenn ich eine Zeitlimit hier setzen würde, würde sie nicht. Ja, ich habe tatsächlich die Sanduhr vergessen. Also wenn euch dieses Format gefällt, können wir das nächste Mal mit der Sanduhr machen. Und das da, könnt ihr mal drunter schreiben. Dann machen wir das nochmal und machen dann wirklich ganz strenge Regeln mit Sanduhr und so. Weil die Wand hat mich jetzt schon sehr gefordert. Ja, das stimmt. Ja, das ist korrekt. Okay, Sie dürfen. Fröhlicher Mensch. In einem Bett. Und da steht einer auf und öffnet das Fenster. Nein. Und träumt. Und da gibt es ein Geschenk. Mensch, Traumgeschenk. Mensch, Traumgeschenk. Kind. Ein Kind. Ein Junge. Der Junge, der Träume schenkte. Ja, das war ein gutes Detail. Ja, das habe ich, jetzt gebraucht. Ich zeige euch nochmal das Detail. So. Okay. Der Junge, der Träume schenkte. So, jetzt ist es schwer. So, für mich 4-3. Weil ich habe gedacht, dass du das malen musst, deswegen habe ich das ja am Anfang so gedacht. Was? Mhm. Was hast du gedacht? Ja, schon gut. Ach so, dass ich das malen muss. Ach, deswegen hast du... Mhm. Ja, dann, sie hat sich das nämlich erst anders ausgedacht hier. Nix so. Da. Gut, da muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das mache. Ja, bitte. Mhm. Freue mich. Mhm, ich mir auch. Goldkehlchen. Mhm. Mhm. Jung, alt, mittel. Mhm. Hä? Ich finde es eigentlich ganz schön gut. Mit Noten, mit Musik. Mhm. Musik. Ja, alt werden mit Musik, oder was? Alt werden mit Noten. Älter werden mit Noten. Hm. Hä? da weiß ich gar nicht, wo du rauf willst. Nee, warte, das geht man nicht. Das kann man nicht erklären. Das eines Wort ist schwierig zu erklären. Hä? Ich weiß nix. Oh Gott, mein Magen. Eine Frau. Nee, warte, ich will. Schwanger. Mutter. Sonne. Hä, ist das eine Sonne? Keine Sonne. Keine Sonne. Sonne im Herzen. Hä? Glaskugel oder was? Das geheime Glück. Nein. Hä? Glaskugel. Hä, kommt das im Titel vor? Ich will diesen Begriff, ich weiß nicht, wie ich den malen soll. Das sind so schwierige Titel. Du darfst nicht schreiben bei Pictionary. Du bist raus. Ich hab verloren. Da kommst du nicht drauf. Ich weiß auch nicht, wie es anders ist. Wer kriegt denn jetzt eigentlich keine Punkte? Ich? Du, weil du so schlecht gemalt hast? Natürlich oder ich, weil ich nicht verraten. Weil sonst würde ich ja ständig schlecht malen. Nee, ich krieg die jetzt. Soll ich dir sagen? Ich lass mich mal überlegen. Ja, aber mit dem Musik. Aber Musik, oder was? Ja, auf jeden Fall. Im Titel Musik? Ja. Musik im Titel? Ja. Ich wüsste gerade nichts mit Musik im Titel. Nee, ich weiß nicht, Anja. Musik im... Ja, Goldkehlchen habe ich ja schon gesagt. Nee, die sind es aber nicht. Zukunftsmusik. Ja. War schön. Zukunft. Ja? Zukunft voraus. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, das war schlecht. Ah, hat der vierte Meike jetzt, ne? Da führt sie. Wir haben jetzt 4:3. Oder? Kommt jetzt der 5. schon? Wir hatten ja gerade, das war jetzt gerade mein 3. Wir haben jetzt insgesamt 6. Jetzt male ich das 4. Jetzt malst du das 4. Sicher? Ja. Okay. Ich glaube schon. Starte. Ist halt auch gut, was man sich so für Titel überlegt. Ja, ja. Uhr, auf jeden Fall. Ah ja. Oh, was mit Zeit, ne? Gibt es ein Buch, was die Zeit? Die Zeit! Martin Sutter! Sehr gut! Du bist echt gut. Du musst dich halt auch die richtigen Buchtitel ausdenken, Anja. Ja, ich habe mir Kacke ausgesucht. Scheiße, ich weiß, ich habe noch an. Du musst halt einfach die richtigen Buchtitel. Ja, ist korrekt, So, ich fange an. Entschuldige. Zahnpflege leicht gemacht. Das ist keine Zahnpflege. Ein Pflaster auf dem Mund. Nicht sprechen. Glück. Das geheime Glück. Ja! Das war so lustig, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, aber das hatte ich auch noch als Titel. Ich so, oh nein, soll ich einfach sagen, ich meine das. Aber ich bin ja ehrlich. Das Na gut, die tut die ganze Zeit so, als würde ich hier... Ich habe ja einen Begriff gemobst. Sie hat mir schon 2 gemobst. Und jetzt tut sie die ganze Zeit so... Ich bin gespannt, ob du mir jetzt den mobst. Ich glaube schon. Ich kann es mir vorstellen. Warum? Damit das lustig ist. Okay. Das lustig ist. Okay. Du musst eigentlich darauf hoffen, dass ich es jetzt nicht... Ja, weil sonst... Ja. Dann könntest du jetzt auch einfach sagen, du erkennst es nicht. Nein. Aber so böse sind wir. Nein, wir sind ja ehrlich zueinander. Okay, ist nicht mein Titel. Siehst du? Ein Mann. Ein Junge. das Pferd und der Fuchs oder so. Kommt noch. Da kommt noch der Fuchs. Sehr schön. Und den Maulwurf. Guckt euch den Maulwurf an. Oh, der ist voll süß. Ja, sehr gut. Den Fuchs mal ich auch noch eben, damit das hier zusammengehört. Ja. Guck mal, der gelingt mir jetzt richtig. Da gebe ich mir jetzt richtig Mühe. Es wird ein mega Fuchs. Ich bin so untalentiert. Ich hatte immer eine 5. Nein, eine 5 hatte ich nicht. Eine 5 in Kunst ist schon schwer. Nee, 5 nicht, aber schlecht war ich. Also 3. Ja, ich war auch nicht gut. Ja, doch eine 3. Sehr schön. Ja. Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Sehr gut. So. Alles habe ich bestanden. Alles. Du hast alles bestanden. Du hast volle Punktzahl. Ja, das eine Abend Zukunftsmusik habe ich das war auch viel zu schwer. Ich irgendwie nicht drauf. Viel zu schwer, viel zu schwer. So, jetzt wird's lustig. Das ist so richtig. Wenn das jetzt nicht der Brüller wird, weil das war ja so witzig. Witzig. Ich muss jetzt ein Brüller werden, Anja, das weißt du schon. Ich weiß es schon. Ich lass dich mal malen noch. Komm, mach noch ein bisschen. Mal noch ein bisschen Krebse. Komm, mach mal. Der Gesang der Vögel. Ja! Wunderschön. Guckt euch diese Krebse an. Wie schön sie singen. Mega! Mega, Anja! Mega! Mega. Was wir talentiert sind, was aus uns werden hätte können, was verloren gegangen ist aus uns. Dieses künstlerische Talent. Dramen. Absolut dramatisch. Die Kamera ist auch schon ganz eis. Ja, die ist völlig heiß gelaufen. So, dann war's jetzt. Ja, Meike hat gewonnen. War's jetzt. Ja, leider. Zukunftsmusik hat's versaut. Das ist dir so in den Kopf gekommen, ne? Siehst du? Ich stand vom Bücherregal so, und das ist schwer zu malen. Das tue ich in den Pott. Ja, sie dachte, wir ziehen die, weil sie dann gehofft hat, dass ich das krieg. Ja gut, das wäre auch noch eine Variante, wie man es machen kann. Aber ja, dass so ist auch schon. Und dann, klar, weil man sonst natürlich schon, aber gut, der andere kommt ja nicht unbedingt drauf auf das, was du dir im Kopf zusammengesetzt hast. Das habe ich ja gerade gemerkt. Deswegen. Das war's. So, kurzes, lustiges, hoffentlich lustiges Video. Hoffentlich war es nicht zu langweilig. Bin gespannt, Norman, was du sagst. Aber Norman wollte es gern sehen. Bist du zufrieden? Grüße an dich. Liebe Grüße. Ja, und wenn ihr das nochmal sehen wollt, uns fallen bestimmt auch nochmal andere Titel ein. Wir haben ja einige. Also mir fallen jetzt schon wieder noch ein. Da kannst du ganz viel machen. Deswegen, dann können wir eine Sanduhr nehmen und dann machen wir es vielleicht ein bisschen knapper. So ist es. Dass es dann vorbei ist. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau. Wir hatten Spaß. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.